Hallo, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Yvonne hat mich gefragt, ob ich nicht mal Frido nähen möchte und zeigen könnte. Das habe ich gemacht, also genäht. Das ist Frido. Ganz zauberhaft. Vielleicht auch was für Ostern, fürs Körbchen, statt ein Hasen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. So, dies ist der Blog von Tita Toni. Und ich wollte das Video gestern schon machen, aber ich kam gar nicht mehr runter von dem Blog und musste jetzt heute erstmal weiterlesen. Und ich bin total begeistert. Das ist, weil sie A, in Schleswig-Holstein wohnt wie ich und wir wohnen gar nicht so weit auseinander und das finde ich ganz spannend. Und, B, benutzt sie so typisch norddeutsche Wörter. Unter anderem hier auf der Home-Seite bannig. Das klingt ja bannig futuristisch. Bannig kennt wahrscheinlich keiner südlich von Hamburg. Das ist außerordentlich. Also es ist außerordentlich futuristisch. Und da habe ich mich schon total drüber gefreut. Das war im ersten Satz und da hat es mich schon quasi gepackt. Also sie erzählt hier, dass sie in Kiel war, in einer Wohnung, die rein im 50er, 60er Jahresstil eingerichtet ist, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Da tolle Fotos. Viele Sachen kennt man. All diese Töpfe. Und ich liebe diesen Mixer. Schon allein wegen der Farbe. Den finde ich ja echt cool. Also da erzählt sie so, dass sie da war. Dann erzählt sie darunter, dass sie in Hamburg war. Das ist ja dann auch nicht weit weg. Und das ist so ein typisches Hamburger Hotel. Oder das heißt typisches Hamburger Hotel. Das soll halt den Hamburger Flair rüberbringen. Und ja, also sie berichtet hier so, was sie so treibt. Dann gibt es Do-It-Yourself. Und da findet ihr zum Beispiel so eine Herbstkette, die können wir runterladen. Tolle Sachen, viele tolle Sachen. Das finde ich gut hier. Da steht am Wochenende to go. Und da schreibt sie, die Kollegen werden sich freuen. Also man soll das einfach mal im Büro aufhängen. Und außerdem ist es ja vielleicht auch ganz interessant zu sehen, wer sich für welches Zettelchen entscheidet. Da musste ich auch schon wieder lachen. Also wirklich toll gemacht. Hier hat sie Einladungen für ihren Sohn, der feierte den 8. Geburtstag und da kommt wieder so ein norddeutsches Wort und zwar Bagaluten. Das ist so ein Rüpel und das kennen vielleicht manche von Torfrock, die machen ja die Bagaluten-Weihnacht jedes Jahr, also aber das sind so, da muss ich jedes Mal grinsen, da freue ich mich drüber und wie gesagt, ganz ganz viele schöne Ideen hat sie hier drauf und dann habe ich dieses entdeckt, Gott sei Dank erst später. Dieser Blog wird tatsächlich in vielen Zeitschriften schon erwähnt. Und hätte ich das gewusst vorher, dann hätte ich mich ja gar nicht getraut zu fragen. Aber nun habe ich gefragt und sie hat nun schon Ja gesagt und von daher gibt es dieses Video. Also irre. Das ist, ja, ich bin beeindruckt. Müsste mal reingucken. Dann kann man ihr natürlich folgen und zwar auf vielen bekannten Seiten. Ich bin ja immer nur bei Facebook. Es gibt Instagram, Blog, Lovin, Twitter. RSS-Feed. Das sind, ist das nicht sogar gesprochen? Da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Habt ihr gerade mitgekriegt, ne? So, und dann zeige ich euch noch kurz die Facebook-Seite. Ja, also, da wird eben alles zusammengefasst. Und ich denke, da lohnt sich auf jeden Fall ein Abonnieren schon allein, weil sie so wunderschön schreibt. Und jetzt geht's an Frido. So, hier seht ihr das Schnittmuster von Frido. Das wird ausgeschnitten und dann müsst ihr 0,5 cm Nahtzugabe dazugeben. Das habe ich gleich beim Ausschneiden gemacht, weil ich es dann einfach finde, man braucht das nicht auf dem Stoff machen. Dann wird das aus Stoff ausgeschnitten. Das ist das obere Körperteil. Das ist das untere Körperteil. Das wird jeweils einmal von links und einmal von rechts auf den Stoff gezeichnet, beziehungsweise faltet das und schneidet es dann aus. Das ist das Kopfzwischenteil. Das braucht ihr nur einmal und die Ohren viermal. Also ich habe jetzt zweimal Außenstoff genommen und zweimal diesen, den ich nach innen haben möchte. Und das Ganze wird versäubert rundherum. Entweder mit einem Zickzackstich oder mit der Overlockmaschine. Ja, dann geht's los. So, als erstes nehmt ihr euch das untere Körperteil, legt die Stoffe rechts auf rechts zusammen, das heißt die schönen Stoffe, die schöne Seite liegt innen, das ist bei meinen wieder egal, das sind beides schöne Seiten, und näht dann hier oben einmal rüber. Ich fange jetzt bei der Nahtzugabe an, also bei den 0,5 cm, verriegel das hier
Und dieses Stück, das lasst ihr offen als Nahtzugabe. Also ich verriegel das hier, nähe bis hier, verriegel hier wieder, fange dann hier wieder an, verriegel und nähe bis hier wieder bis 0,5 cm vorm Rand und verriegel hier auch wieder. Das ist meine rechte Seite vom Stoff, vom Körper. Ich drehe das ist ja links hier, das drehe ich um auf rechts. Und das wird jetzt hier unten angelegt. Und gesteckt. So sieht das gesteckt aus. Jetzt müsst ihr euch nur noch das Schnittmuster einmal nehmen und gucken, wie weit ihr nähen sollt. Und zwar bis zur 2. Das ist eben nicht ganz bis hoch zur Ecke, sondern ungefähr einen Zentimeter davor. Und hier bei der 1, das trifft aber tatsächlich bei mir fast das Ende. Also zumindest die Naht. Das heißt, die 0,5 cm Nahtzugabe bleiben wieder offen. Ich fange also bei 0,5 an. Verriegel das, 2-3 Stiche hin und her nähen, nähe dann einmal ganz rum und höre wieder hier vor der Nahtzugabe auf und verriegel hier auch wieder. So sieht es zusammengenäht aus. Hier ist es eben offen. Und jetzt wird das. Jetzt nehmt ihr die zweite Seite vom Hund. Das muss ich mir überlegen. Das ist die rechte Seite, die ist wieder oben. Umdrehen. Und genauso wie auf dieser Seite. Aufstecken und wieder bis zur Nahtzugabe einmal drum. Jetzt hat er schon Beine. Jetzt könnte er schon stehen. Jetzt wird zusammengesteppt zwischen der 2 und der 4. Also das ist genau da, wo wir im Prinzip aufgehört haben mit den Füßchen, mit den Beinchen. Könnt ihr eben auch an der Naht sehen, die geht bis da und dann soll man bis zur 4 und die 4 ist die Nasenspitze. Also schön zusammenstecken wieder und dann wird hier genäht. Ich verriegel das wieder, ich nähe hier hoch und dann bis zur Nasenspitze. So, als nächstes nehmt ihr euch, wenn ihr zwei verschiedene Stoffe habt wie ich, jeweils ein Stück Ohr rechts auf rechts zusammen. Also die schönen Seiten liegen innen. Zusammenstecken und dann wird hier genäht, hier bis hier, das bleibt offen und hier genauso und dann wenden. So sieht der Hund jetzt aus. Ihr seht außen die linken Seiten. Ich zeichne jetzt trotzdem mal rechts ein und zwar innerhalb der Nahtzugabe. Und zwar zeichne ich mir hier ein, beziehungsweise ich stecke das einmal. Also hier bis hier soll das mittlere Kopfteil angenäht werden. Und es geht von der Schnauze los. Bis dahin ist es ja schon geschlossen. Und dann mache ich mir hier noch eine Markierung fürs Ohr. So, das ist das mittlere Kopfteil. Ich gucke nochmal kurz. Kopfzwischenteil heißt es. Also es wird hier angelegt. Dann schön um die Rundung stecken. Und wenn und dabei soll das Ohr noch mit eingefasst werden. Ich habe das jetzt schon mal bis zur Markierung gesteckt. Das Ohr soll jetzt hier mit rein. Die Seite, die nachher außen sein soll, müsst ihr jetzt nach oben legen. Also ich möchte die bunte Seite außen haben. Das heißt, ich stecke mir die bunte Seite. Also, dass die bunte Seite nach oben guckt, fest. Und dann stecke ich weiter, bis ich am Ende angekommen bin. Und dann wird es abgesteppt. Fangt hier an zu nähen, bis zur Schnauze. Und ich würde das am Anfang und am Ende wieder verriegeln. So sieht das jetzt aus. Jetzt soll als nächster Schritt das Ganze umgedreht werden. Oder ihr macht es von hier. Setzt wieder das Ohr an der Stelle, die ihr euch vorher markiert. Und dann soll das hier zugenäht werden. Und als letzten Schritt hat sie in der Anleitung Augen und Schnauze aufnähen. Und das finde ich schwierig, weil ich dann ja gar nicht meinen Faden, den Knoten, den ich im Faden habe, im Futter verschwinden lassen kann. Also, wisst ihr, was ich meine? Der Anfangsfaden, der hängt dann da raus und dann muss ich irgendwie einen Knoten machen oder das verstecken. Und deswegen ändere ich das jetzt ab. Aber nicht großartig. Also ich male mir hier drin, ich lege die Schablone auf und male mir
auf der rechten Seite vom Stoff, das ist jetzt innen, das Auge einmal auf und stick das schon mal fertig. Auf der Seite und auf der Seite natürlich auch. Also, ich mache mir jetzt hier innen eine Markierung hin und stick das aus mit ganz normalem Sticker. So sieht das bei mir jetzt aus. Die sind fast ein bisschen klein, aber ich habe es echt nicht mit Augensticken. Also, da das ja kein, bei mir nicht an kleine Kinder geht, würde ich entweder sehen, dass ich da nochmal Augen kaufe, also irgendwelche Knöpfe oder Perlen oder eben Wackelaugen. Aber jetzt für den ersten reicht das Auge so, finde ich. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite, also hier hängt das Ohr, hier hängt das mittlere Kopfteil. Jetzt muss das natürlich so zugenäht werden. Also das mittlere Kopfteil auf der anderen Seite ansetzen, dabei wieder das Ohr einfassen. Ja, und dann bis hier unten erst schön stecken und dann schön steppen. So sieht das jetzt geschlossen aus. Also hier oben ist das Kopfteil dazwischen. Hier sind die Ohren. Kann man jetzt natürlich nicht sehen. Und jetzt muss nur noch der Rest zugenäht werden. Wir haben ja die Wendeöffnung unten am Bauch. Das heißt, ihr steckt jetzt den Rest vom Körper zusammen. Und näht dann zwischen der 3 und der 1 zusammen. Das ist hier. Die 3 ist da, wo die Naht von dem Zwischenteil aufhört. Und die 1 ist da, wo die Beine anfangen. Also ihr näht das letzte Stück zu. So, jetzt ist er komplett zu. Überall da, wo der Stoff oder wo der Schnitt eine Rundung macht, also zum Beispiel hier, oder, naja, die ist ganz schmal, das geht vielleicht so. Also hier ist jetzt zum Beispiel eine Ecke quasi. Da mache ich einen Schnitt rein. Und überall da, wo Rundungen sind, die Beine natürlich einzeln, da werden auch kleine Knipse gemacht innerhalb der Nahtzugabe. Bitte nicht die Naht verletzen, dann habt ihr nicht lange Freude an eurem Hund. Und das macht ihr überall da, wo es nötig ist. Hier ist wieder so eine Ecke. Und dann wird das Ganze gewendet. So sieht er jetzt aus. Ich finde, er ähnelt einem, also so sieht es tatsächlich nach Hund aus. So sieht es eher nach Hase aus, aber das liegt einfach an den Ohren, die noch stehen. Gut, ich stopfe den jetzt aus mit Bastelwatte und dann schließe ich hier unten die Wendeöffnung mit einer Matratzennaht. Das heißt, ich nähe das mit der Hand zu und versuche dabei immer, also ich nähe innerhalb der der Nahtzugabe. Ich nähe jetzt nicht einfach außen rum, sondern ich stiche hier rein und dann hier rein und dann hier rein und dann zieht sich das zu. Und dann gucken wir mal, ob er wie ein Hund aussieht. So schon. So, und damit ist Frido fertig. Ich finde den zauberhaft. Ich finde den echt ganz süß. Wie gesagt, das Auge würde ich nächstes Mal versuchen größer zu machen, beziehungsweise wenn das nicht für ganz kleine Kinder ist, dann könnt ihr da eben auch einen Knopf drauf nähen, damit die den nicht irgendwie aus Versehen verschlucken. Mein Frido kriegt jetzt noch ein Halsband, eine Schleife vielleicht, oder vielleicht, wenn ich habe, ein Glöckchen oder so. Und wahrscheinlich sofort einen neuen Namen, wenn Annabelle ihn in der Hand hat. Wahrscheinlich Hund. Gut, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich freue mich über Bilder auf der Facebook-Seite, wenn ihr nachnäht. Bis zum nächsten Mal.